Was geht ab, Mono Z-Fighter, Ozere hier, und heute sind wir in der Lage, auf der japanischen Version den letzten Dragon Ball einzusammeln und somit dann Black Smoke Shenlong zu beschwören. Dieser schaltet uns dann neue Events frei, Freunde. Dementsprechend gucken wir uns gleich dazu alle Informationen und Details an und machen danach das Ganze auch in der Praxis. Aber auch die globale Version hier spielt dabei eine Rolle, denn wir haben einen Raid auf beiden Versionen zur Omega Shenlong. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns alle Informationen von Anfang erstmal an, damit alles zusammengefasst haben, damit jeder weiß, worum es geht, und machen das Ganze dann quasi bildlich als Gameplay in der Praxis. Alles klar, Freunde, wie gesagt, wir müssen die 7 Dragon Balls einsammeln, die konntet ihr jetzt einsammeln, und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr ab heute nun Black Smoke Shenlong beschwören. Auf Part 2 ging ich darauf ein, was ihr auf jeder Stage machen müsst, damit ihr die Dragon Balls einsammelt. Ich werde euch die ganzen Quests jetzt nochmal einblenden, schaut sie euch in aller Ruhe an, Freunde. Und passt auf, das ist nicht von oben nach unten gelistet, Stage 1 bis 7, sondern die Reihenfolge ist quasi anhand der Sterne auf den Dragon Balls. Aber wenn ihr euch quasi, wenn ihr jedes Quest macht auf der Stage, dann bekommt ihr eben die Dragon Balls. Ihr werdet gleich den 7. Dragon Ball einsammeln. Und für den 7. Dragon Ball beispielsweise steht dran, dass wir mindestens ein Mitglied oder einen Verbündeten im Team haben müssen aus der Majin Buu Saga Kategorie. Das werden wir gleich machen. Wenn wir dann quasi, wie gesagt, alle 7 Dragon Balls eingesammelt haben, können wir Black Smoke Shenlong beschwören. Nachdem wir das gemacht haben, schaltet er uns erstmal ein Special Event frei. Das ist dieses Special Event, Freunde. Das ist das Special Event von den Shadow Dragons, sozusagen die Geburt der Shadow Dragons. Das sind 7 Stages. Pro Stage gibt es einen Stone und die ganzen Sachen, die aus der Stage droppen. Und wenn wir quasi dann im Endeffekt diese Stages schaffen, alle 7, dann schalten wir das Extreme Z-Battle von Omega Shenlong und somit auch den Raid von Omega Shenlong frei. Eine Sache, was es hier zu sagen gibt, zu diesen 7 Stages, es gibt hier Bedingungen bzw. Einschränkungen für jede Stage. Ich hab das Ganze mal übersetzt und ich blende euch das mal hier ein. Es könnte sein, dass das ein oder andere nicht genau stimmt. Da habe ich ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil ich die Stages logischerweise noch nicht ausprobiert habe. Ich werde gleich die Stages probieren und machen. Und im Endeffekt danach kann ich euch sagen, okay, so wie ich das gelistet habe, stimmt das, wie das drauf steht. Aber zum Beispiel auf Stage 1 müssen wir den Free-to-Play Giro mitnehmen. Oder auf Stage 7 macht Super Saiyan 4 Goku für mehr Schaden und so und so fort, Freunde. Könnt ihr euch alles, wie gesagt, abchecken, indem ich das Ganze euch eingeblendet habe. Und indem wir quasi dann alle Stage aus diesem Special Event machen, schalten wir dann das Extreme Z-Battle von Omega Shenlong frei. Freunde, das ist nicht ein übliches Extreme Z-Battle, denn dieses Extreme Z-Battle hat einen Raid. Sowohl für JP als auch auf Global. Darauf komme ich gleich drauf zurück zu sprechen. Aus diesem Extreme Battle, Freunde, können wir uns Folgendes holen. Zum einen den neuen Free-to-Play Universe Survival Saga, oder Survival Saga nicht, Universe Survival Genki Dama Goku. Wir haben uns die Details zu ihm angesehen, er hat auch sein ICE und die Medaillen droppen hier. Von Stage 1 bis Stage 50 droppen, wenn ihr natürlich die Stages schafft, droppen bis zu 20 von diesem Goku und alle Medaillen, die ihr braucht, um ihn zu awaken. Wieso sind das 20? Na Logo, einen könnt ihr dann auf SE10 bringen, 4 Dupes öffnen, dann habt ihr schon 14 verbraucht. Dann könnt ihr einen auf SE5 bringen, das wären dann logischerweise 19, dann würde einer übrig bleiben. Also den ihr auf SE5 gebracht habt, könnt ihr dann als Trainingspartner benutzen, um die SE von dem, den ihr EZA awaked habt oder Extreme Z awaked habt, zu erhöhen von SE10 auf 15. Heißt, eigentlich sollte im Schnitt einer übrig bleiben, wenn ich es zurecht addiert habe oder berechnet habe. Jedenfalls, dann bekommt ihr auch die ganzen Medaillen. Das ist von 1 bis Stage 50. Es gibt aber noch weitere Stages. Beziehungsweise, um es besser zu sagen, bis Stage 100. Von 51 bis Stage 100 droppen noch Sleeping Kais und Potential Orbs. Aber pro Stage, pro Level aus dem Extreme Z-Battle droppen keine Stones. Es gibt nur Stones aus den Missionen zum einen. Das ist, wenn ihr Level 50 schafft, 2 Stones, wenn ihr Level 100 schafft, 5 Stones. Aber die Stones gibt es dann aus dem Raid, das gucken wir uns wie gesagt gleich an. Und genau, so viel eigentlich auch zum Extreme Z-Battle, Freunde, mehr oder weniger, um es richtig zu sagen. Ah, eine wichtige Sache natürlich, es gibt so gesehen also keine Kategorie, die sehr effektiv gegen Omega Shenlong ist. Nur dieser Goku ist sehr effektiv gegen ihn. Und ab einer gewissen Anzahl von der Stage ab Stage 41... kämpft ihr gegen einen Tech Omega Shenlong. Er hat ein neues Artwork. Ist natürlich erstmal nur ein Gegner im Spiel. Wer weiß, früher oder später könnte es auch eine Karte sein. Aktuell ist es nur ein Gegner. Aber logischerweise nimmt ihr dann diesen Goku mit. Ab Stage 41 oder beziehungsweise schon davor könnt ihr das machen. Aber selbst ab Stage 41 hat er dann noch Typenvorteil gegenüber den Tech Omega Shenlong. Und der, nur dieser Boy, macht vermehrt Schaden gegen Omega Shenlong. Alles klar, Freunde. Jetzt kommen wir mal zu dem Raid.
Was hat es damit auf sich? Folgendes, Freunde. Sowohl auf der japanischen Version als auch auf der globalen Version gibt es ein Raid. Die japanische Version muss Folgendes machen. Im Endeffekt geht es darum, dass man Energie sammelt, um Omega-Stellung zu besiegen. Sowohl die globale Version als auch die japanische Version sammelt Energie. Das wird dann hier gelistet, wie viel Energie man gerade aktuell gesammelt hat. Die japanische Version sammelt Energie, indem sie die Level der Extreme Sieber Stages schafft. Ein Level ist im Endeffekt mehr oder weniger eine Energie, wenn ich das richtig verstanden habe. Die globale Version, da ist gleich ein bisschen anders. Das werde ich euch gleich erzählen. Beziehungsweise ich sage es mal gleich. Und zwar, auf der globalen Version haben wir auch die Info bekommen. Auf der globalen Version folgt das folgendermaßen. Jede 50 Stamina, die ihr verschwendet habt oder verbraucht habt im Spiel, ist eine Energie, die wir sozusagen auf die japanische Version senden. Und so sammeln wir Energie. Also Global muss Stamina verschwenden, je 50 Stamina sind eine Energie und JP muss die Extreme Z-Level machen. Nachdem wir die ganze Energie gesammelt haben, gibt es Preise. Global bekommt die Preise, die in der globalen Version gelistet sind, das sind Dragonstones. JP bekommt folgende Preise, wenn sie das alles erreicht haben, die hier gelistet sind, wenn sie die gewisse Anzahl an Energie gesammelt haben. So läuft das mit dem Raid ab, Freunde. Genau. Heißt, wenn ihr JP unterstützen wollt, spielt auf jeden Fall Global, verbraucht Stamina und dann haben wir das Ganze hier an der Stelle. Bevor wir in die Praxis reingehen, Freunde, zu guter Letzt haben wir noch neue Missionen. Die Missionen sind folgende. Ich blende sie euch auch mal jetzt sofort ein. Und zwar habe ich das Ganze übersetzt. Von oben nach unten gesagt, Freunde, schaut euch in Ruhe an. Es sind nicht schwierige Missionen. Ihr müsst zum einen zum Beispiel Stage 1 von dem neuen Special Event clearen. Das ist das neue Special Event mit den 7 Dragon Omega Shenlongs. Oder dann quasi für Nummer 2, Mission Nummer 2 müsst ihr alle Stages schaffen. Nummer 3 müsst ihr ein Extreme Sea Battle schaffen, also eine Stage, ein Level davon. Und Nummer 4, 5 und 6, Freunde, da müsst ihr Stage 1, 6 und 12 auf Sicherheit bewältigen. Das richtet sich an das Story Event von den Shadow Dragons, das zeige ich euch gleich. Und wenn ihr im Endeffekt alle Missionen geschafft habt, bekommt ihr 5 Stones zusätzlich drauf. Das ist folgendes Story-Event, ist schon seit längerer Zeit online, Freunde. Und zwar ist es dieses hier, da müsst ihr das hier schaffen. Also die Mission, was habe ich gesagt, 4, 5, 6 richten sich an die Story-Event. Und 1 und 2 richten sich an das Special-Event, das wir dann quasi freischalten, nachdem wir Black Smoke Shenlong gerufen haben. Jetzt gehen wir mal rüber, holen uns unseren letzten Dragonstone. Dragonstone, sage ich. Unseren letzten Dragon Ball natürlich. Jetzt gehen wir mal rüber und holen uns unseren letzten Dragon Ball. Und zwar machen wir das Ganze folgendermaßen. Wie gesagt, wir müssen hierfür dann natürlich, haben wir uns angesehen, einen Majin Buu Saga Katori Mitglied im Team haben. Und ja, dementsprechend nehmen wir einfach mal so. Es muss einfach nur ein Verbündeter sein, deswegen klatsche ich hier einfach mal einen rein in das Team. Machen wir einfach mal so. Ist da schon einer aus dem Majin Buu Saga? Ich glaube aber nicht, ne. Klatschen wir einfach mal El Vegito rein. Der kriegt natürlich nicht seinen Boost von Goku, ist mir klar, Freunde, aber darum geht es nicht. Es muss einfach nur ein Verbündeter aus der Majin Buu Saga sein, damit wir dann quasi die heutige Quest schaffen, den heutigen Dragon Ball bekommen, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann gebt den Ganzen auf jeden Fall Like. Ich hoffe, ich konnte alle Informationen und Details richtig, aufbringen. Ich denke, ich habe aber alles abgedeckt. Wie gesagt, wegen den Bedingungen für die Stages werde ich gleich schlauer, nachdem ich die Stages gemacht habe. Aber ansonsten, wenn ich irgendwas vergessen habe, Freunde, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und genau, dann schauen wir das auf jeden Fall gemeinsam. Genau, jetzt holen wir uns den 7. Dragon Ball erstmal und dann, können wir Black Smoke Shenlong beschwören. Nachdem wir das gemacht haben, wie gesagt, schalten wir das Special Event frei und danach das Extreme Event. Special Event werden wir eine Stage machen, danach werde ich das Ganze offscreen, sage ich mal, machen. Im Endeffekt weiß man, okay, so und so lief das Ganze, die Bedingungen, die ich aufgelistet habe, stimmen nicht. Und danach schalten wir das Extreme Battle frei, da machen wir auch mal ein Level, um das Ganze zu sehen. Extreme Battle werden wir dann, wird auf jeden Fall ein Thema im Stream sein, Freunde. Wir werden heute Abend streamen, wenn ihr Lust und Zeit abschaut, im Streamplan vorbei. Der Streamplan ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken, wird jeden Montag aktualisiert. Aktuell, ja. Ja, schaut einfach im Streamplan am besten vorbei, damit ihr wisst, wo wir wann wir live gehen. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe jetzt vergessen, macht nichts. Gucken wir einfach mal, holen wir uns den Dragon Ball und dann schauen wir uns die ganzen Sachen an, die gleich passieren werden. Bin drauf gespannt wegen Black Smoke Shenlong, wie es bei den sein wird, den rufen. Wir wissen eigentlich die Animation schon von damals, aber ich glaube, es schadet nicht, das nochmal aufpoppen wird es ja so oder so automatisch. Aber ich schalte gleich die Musik an, indem wir dann den Boy quasi beschwören und gucken uns mal an, wie das Ganze mit ihm läuft. So, jetzt haben wir den 7. Dragon Ball erreicht. Wie gesagt, ihr habt es gesehen. Für den 7. Dragon Ball mindestens ein Kategorie-Mitglied aus der Majin Buu Saga. Und jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt bin ich gespannt. Let's go.
Unser Boy Black Smoke Stellung. Ich finde den übertrieben cool, um jetzt sein. Bam, wir klicken einmal hier drauf, Freunde. Ich schalte mal ganz kurz den Ton an. Und dann gucken wir uns das Ganze gemeinsam an. So, jetzt beschwören wir den Dragon. Die Musik ist so geil. Er jetzt sagte ja, du hast mich beschwert, bla bla, bringt dir nichts, tralala, ciao. So in etwa. Ah, okay, Puff noch einen, ganz gechillt. Okay, okay, nicht nachmachen, Freunde. Unser Boy Black Smoke schon, wie frech der ist. Der sieht übel cool aus, finde ich. Seine Lache ist auch übel geil. Die Musik ist cool. Genau so, und jetzt zieht er Leine. Und somit schaltet er dann quasi das erste Special Event frei. Und genau. Ist aber cool gemacht, finde ich. Auch wenn es ein bisschen lange dauert, aber ist cool gemacht. Ja. So viel zu unserem Boy. Black Smoke Shenlong. Und nun sollte was aufpoppen. Genau, bam. Schaut euch das an. Oh. Yeah. Neues Event freigeschaltet. Ist mal was Neues, finde ich cool, warum nicht? Und jetzt können wir quasi dieses Event machen. Wir können direkt drauf springen, Freunde. Und wie gesagt, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich mache mal hier in der Aufnahme Stage 1. Da mache ich die anderen Stages, das könnte lange dauern, offscreen. Aber werde natürlich dann darauf achten, dass ich darauf aufpasse. Genau, das ist das wegen der Missionen. Ob das stimmt, so wie ich das übersetzt habe. Aber hier müssen wir Giro mitnehmen. Bam, seht ihr? Und ich stelle uns sogar Giro zur Verfügung. Heißt, den Busch nehmen wir einfach mal mit. Let's go, warum nicht? Und genau dann. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, wenn das Team nicht spielt, Freunde. Wirklich, also geht da einfach rein. Die Stage werde ich schaffen, sollte nicht schwer sein. Wir haben Giro als Friend, das passt. Der wird vorgeschlagen, den müsst ihr mitnehmen. Ihr könnt natürlich auch Giro in euer Team mitnehmen. Ein Giro muss im Team sein. Jetzt stimmt natürlich der Lesgeld von dem nicht. Ist nicht schlimm, Freunde. Wie gesagt, darum geht es nicht. Hauptsache, wir kriegen das zügig jetzt hin. Genau. Und dann sollten wir das hier, wie gesagt, schaffen. Stage 1. Und im Endeffekt kämpfen wir gegen alle 7 Shadow Dragons erstmal. Und danach schalten wir dann, wenn wir das geschafft haben. Ah, lol. Oh, ich habe einen falschen rausgetan. Wen habe ich da rausgetan? Ich wollte eigentlich ein Ding raustun. Vegito, logischerweise. Wen habe ich jetzt rausgetan? Ich weiß gar nicht, lol. Naja, was soll's. Egal, nicht schlimm. Aber der hat den jetzt nicht runterbekommen, ne? Oh je, jetzt sinnlos Zeit verschwendet. Naja, jetzt haben wir noch eine Runde. Okay, erstmal mein Fehler, geht auf meine Kappe. Aber... Okay, ich dachte... Wen habe ich da rausgetan für Elosubs Goku? Naja, im Endeffekt weiß ihr das, ja. Full Power Goku ist drin. Warte mal, Full Power LR hat dich am Start. Dreifach Goku T. Ich hab keine Ahnung mehr, Freunde. Jedenfalls egal, das Event ist geschafft. Ihr seht, es ist einfach. Ja, so schwer ist das nicht. Und dann schalten wir Stage 2 frei. Dann werde ich die ganzen Stages gleich machen, Freunde. Und im Endeffekt werde ich euch sagen, ob das Ganze so stimmt, wie ich es übersetzt habe. Oder wie ich es kurz angesehen habe. Und danach schalten wir das Extreme Battle frei. Machen dann noch ein Level. Und dann wäre es das quasi für dieses Video. Jetzt das Ganze uns angucken, wie das Ganze verläuft. Wir sollten dann natürlich auch die eine Mission freischalten. Von, ja... Von den Shadow Dragon Missionen, genau. Da passiert das Ganze schon. Und genau, dann schalte. Ich weiß gar nicht, warum ich Kopfhörer noch anhab. Und dann, genau, schaltet sich Stage 2 frei, Freunde. Wie gesagt, ich mache mal ganz kurz die ganzen Stages und dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar, Freunde. Ich bin jetzt auf der letzten Stage, auf Stage 7. Auf dieser Stage sollte Super Saiyan 4 Goku mehr Schaden machen. Also der AGL Strength oder der physische Full Power Goku zählt nicht dazu. Kleine Korrektur. Stage 2 hatte ich ja aufgeschrieben, also die Frage war, ob Keyblast Super Attacks nicht funktionieren, sondern nur Nahkampf. Stimmt nicht, also Keyblast Super Attacks haben bei mir funktioniert. Ich glaube, es ist die Sache, dass der Gegner nur Super Attacks nutzt. Bei Stage 3 folgendes, da habe ich Fragezeichen, ob der Gegner nur Super Attacks nutzt. Das stimmt auch nicht, sondern das Richtige ist dann, ihr müsst den Gegner mit einer Super Attack besiegen. So zu den ganzen Missionen, Freunde. Alles andere war dann so, wie es war. Und... Genau, wobei bei Stage 5, da habe ich den gewonshottet. Ich weiß jetzt nicht, ob der Attacken dodgen kann oder nicht. Oder ob wir seine Angriffe nicht dodgen können. Das ist die Frage. Aber ansonsten so, die Einschränkung, die wir ja nur haben, alles andere bezieht sich auf den Gegner, ist ja eigentlich tatsächlich nur, dass wir auf Stage 1 Giro mitnehmen dürfen.
und auf Stage 2, nicht Stage 4, sorry, dürfen wir Pan etc. nicht mitbringen. Genau, Freunde, jetzt habe ich hier quasi auch alle Stages geschafft. Und dann sollten wir somit das Extreme-Sieg-Battle von Omega-Stellung freischalten. Wir gehen dann quasi auf das erste Level, um es einfach mal zu sehen. Und genau. Ja, Omega-Stellung, Freunde, ich habe euch die. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen zu dem Extreme-Sieg-Battle. Wir fangen an, gegen den Strength zu kämpfen, gegen den Physisch und dann gegen den Tech. Ja, den neuen. Und genau, wäre gut, wenn ihr dann ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt den Genki-Dama, den Goku mitnimmt, den neuen, vor allem wenn er gegen den Tech kämpft. Was? Oh mein Gott, wie cool. Das haben die voll geil gemacht. Das hat so Kampfspiel-Feeling. Und dann gehen wir direkt quasi auf das Extreme-Set von Omega-Stellung. Ich habe einfach mal jetzt irgendein Team. Aber wie gesagt, dann wäre es eben gut, wenn ihr dann irgendwann eure Teams anpasst. Ich meine, Logo, wenn wir jetzt gegen den Strength kämpfen, wäre es gut, wenn ihr super A-Geldcharaktere habt. Da habt ihr Typenvorteil, so ist nicht. Aber nur dieser Free-to-Play-Goku, der Genki-Dama-Goku, macht vermehrt Schaden gegen Omega-Stellung. Und by the way, ich habe Ella Gohan vergessen vorhin. Das war gerade übel geil, die Animation. Ja, Freunde, das war dann quasi auch alle Informationen und Details zu dem Ganzen. Ich werde natürlich dann auch wahrscheinlich diese Extremes im Stream machen. Ah, der geht gleich in Great Ape. Lol. Wahrscheinlich gleich im Stream machen, bis Level 100. Ja, gibt es Preise. Das ist schon viel, so ist es nicht. Aber bis Level 100 werde ich es auf jeden Fall machen. Ich glaube nicht, dass es allzu schwer wird. Schwer wird es dann wahrscheinlich so ab der Mitte 50, wo wir dann quasi auch den Goku haben, weil wir dann gegen Omega-Stellung kämpfen. Und aber es ist schwer, aber ich denke so 50 sollte auch machbar sein, weil es sind 100 Level. Diejenigen, die es kennen, Jiren, sein Raid letztes Jahr, sollte ähnlich so verlaufen von der Schwierigkeit her. Genau. Aber ansonsten wären das sofern alle Infos und Details zu dem Ganzen. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Der Boy hat das Ganze nicht beendet. Man kennt es, Great Ape. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Freunde. Und ja, wir wissen jetzt, der Extreme, nachdem wir ihn besiegt haben, schaltet ein neues Level frei. Ich verabschiede mich einfach schon mal langsam. Könnt mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet, von der ganzen Celebration. Auch, dass Global da ein bisschen Teil hat und die Energie sendet. Ich finde es ein cooles Gimmick. Global bekommt auch Stones, aber wenn wir das vergleichen, bekommt JP schon die besseren Preise. Ich kann es aber auch verstehen, weil es ist ein JP-Rate. Da gibt es ja Tickets und so, das ist ja Thematik des 4-jährigen Jubiläums. Global hilft da quasi nur ein bisschen mit. Aber wenn das Ganze auf Global kommt, das 4-jährige Jubiläum auf Global sollte im Juli sein, Freunde, dann wird es auch genau andersrum sein. Und boom, genau, da haben wir schon unseren Boy, den Theo-R-Goku. Und wie gesagt, Freunde, er droppt die direkt als Theo-R-Version. Ihr bekommt von ihm bis zu 20 Stück von den ersten Stages, die ihr macht. Dann bringt ihr einen auf SE10, öffnet die Dupes von ihm und den anderen, dann könnt ihr einen auf SE5 bringen, um ihn dann im Endeffekt später, nachdem ihr den EZA erweckt habt, oder Extreme Z erweckt habt, als Trainingspartner benutzen, um seine Super-Attack von 10 auf 15 zu bringen. Und einer sollte dann übrig bleiben, wenn ich das Ganze richtig berechnet habe, so früh am Morgen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.